Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen heute mal die PlayStation 4 Pro ein bisschen was reinigen, ohne sie aufzuschrauben. Nur das, was wir so reinigen können, ohne dass die Garantie verfällt. Ist zwar schon verfallen bei meiner, weil die schon ziemlich alt ist, aber, also ist ja nur ein Jahr und dann Gewährleistung, aber trotzdem. So, ich dreh euch mal nach unten. Ich habe mir zur Verstärkung hier so einen Kiwi-Löffel geholt. Ihr könnt ohne Klammer nehmen. Ohrenstäbchen habe ich hier. Lappen. Und hier Zeug für meinen Kompressor. Auf der Vorderseite der PlayStation, also hier vorne sind die Knöpfe, da müsst ihr mit einem Kiwi-Löffel oder hier so ein bisschen drunter gehen. Am Rand ist es ein bisschen haarig, zeige ich euch auch gleich. So, dann könnt ihr das einmal so aufmachen und nach hinten schieben und dann habt ihr den kompletten Deckel in der Hand. Hier hinten seht ihr, dass da so eine Schräge drin ist. Hier sind den hier. Da müsst ihr denn deswegen schieben nach hinten weg und hier, das ist auch ein bisschen schräg und hier vorne. Da ist es auch so ein bisschen drum, da müssen wir das dann drüber hieven. An der Seite hier sind nur so Nippel, die gehen auch nicht kaputt. Und ihr seht da schon den ersten Staub. Den mache ich jetzt hier schon mal weg. Und ich bin mal gespannt, ob meine PS4 dann immer noch so brummt oder nicht. So, und dann haben wir sie jetzt praktisch so komplett offen. Da ist der Lüfter. Und ihr seht, wie dreckig der ist. Ich habe auch schon bei einigen gesehen, die sich das dann auch aufgeschraubt haben. Wo haben wir das denn jetzt? So. So. Und dann praktisch hier, wo der Lüfter ist, haben sie hier Ecke rausgeschnitten. So viereckig, dass da die Abluft ist. Geht ganz einfach. Einfach ein Stück rausschneiden und dann am besten noch ein Gitter drüber. Dass da kein Dreck drin fällt. Und hier seht ihr schon, die ist total verstaubt. Seht ihr das Weiße da alles? Und das wollen wir jetzt sauber machen. Dafür brauchen wir jetzt die Ohrenstäbchen. Da gehe ich jetzt hier einmal im Lüfter hier komplett oben lang. Die PlayStation 4 Pro und normale PlayStation 4 ist vom Lüfter her auch echt nicht so toll ausgestattet. Also, was Sony sich dabei gedacht hat, frage ich mich heute immer noch. Die Luft wird hier ringezogen durch diese kleinen Schlitze. Ja? Und hier ist der Lüfter. Hier ist das Kühlelement hier hinten. Und dadurch haben wir den Staub natürlich dann hier im ganzen Gehäuse. Was natürlich auch nicht wirklich was bringt. Ist ja kein Wunder, dass er heiß wird. Ich bin jetzt nur bei ihm zwei dazwischen gegangen. Und die anderen mache ich gerade von oben so ein bisschen sauber. Und das Ohrenstäbchen ist hier schon komplett schwarz. Die Lüfter, die eigentlich die Blätter, die schwarz sein sollten, sind hier weiß durch den Staub. Wir müssen dann doch mal, glaube ich, mit etwas härteren Mitteln ran. Kommen wir, ich will jetzt hier nicht mit Metall rumhantieren. Kriegen wir das hier rauf? Ne, da brauchen wir einen Adapter für. Aber das ist schön clean. Brauchen wir nur den passenden Adapter. Ah, hier. Oder?
Ich würde gerne das da ran machen wollen, aber ich weiß nicht wie. Das ist zu groß. Ich brauche halt von... Ah, hier. Von groß auf kleines Gewinde. Das passt nicht. Das passt nicht. Weil wir brauchen, muss ich dann doch wohl mit dem langen Ding hier arbeiten. Ich hätte es mir gerne noch was dünner gewünscht. Aber irgendwie wollen die Adapter da nicht mitmachen. Ich darf sowieso nicht so lange anmachen. Also ich werde den Ton hier auch gleich cutten, damit es euch nicht zu laut wird. Ist nämlich schon nach 20 Uhr. So. Sollen wir mal gucken. Also was hier zwischen ist, haben wir jetzt ordentlich weggekriegt. Also wenn es jetzt gleich klingelt, sind es die Nachbarn. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keinen Kompressor habt, könnt ihr auch Luft aus der Büchse nehmen. Da gibt es so Büchsen mit so einem kleinen Plastikschlauch. Die wollte ich mir eigentlich erst auch noch kaufen. Aber habe ich vergessen, wo ich heute unterwegs war. Aber die Vogelgeräusche, die sind ja schon mal ruhig. Ich glaube, ich sollte den Kompressor öfters anschmeißen. Nee, leider doch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es sieht zwar nicht so schlimm aus, wenn die nur weiß sind, aber alles, was halt auf dem Lüfter ist, ist halt was schwerer. Und dadurch, wenn es viel Dreck ist, kann es den natürlich auch zum Eiern bringen. Und dadurch ist die dann halt auch was lauter. Sony Interactive. Was? Interactive Entertainment INC steht so ja da drauf. Und eine F1 ist hier auf dem Alu drauf. So, der sollte jetzt... Ne, da fällt hier auch schon Staub ab. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir müssten natürlich jetzt, um das Ding komplett sauber zu kriegen, müssten wir jetzt hier aufschrauben, um das alles abmachen zu können und um den die Kühlrippen natürlich vernünftig sauber zu machen. Habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Hier ist noch mehr gerade abgefallen. Das kommt alles aus den Lüftungsschlitzen oben und unten. Also die haben sie echt bescheiden angeordnet. Ich hoffe doch, dass das bei der PS5 besser wird. Und jetzt haben sie ja gesehen, eine leistungsstarke Konsole kriegt man auch leise. Weil die neue Generation der PS4 Pro ist bedeutend leiser. So, jetzt mal die Lüftungsschlitze gleich noch mit sauber machen hier an der Seite. Die dürft ihr nicht vergessen. Ich würde ja auch gerne in meinen Deckel hier ein Loch machen,
damit da halt mehr Luft abführt, der Ventilator, also der Lüfter, und dadurch leiser wird. Aber dann wird das Gesamtbild der PlayStation zerstört. Ich werde mal gucken, vielleicht kriegst du ja eine Schrott-PS4 Pro, als was halt als Ersatzteilspender dienen soll, für einen schmalen Taler irgendwo. Dann brauche ich einfach nur den Deckel abmachen, ausschneiden, ruf irgendwie ein Gitter drüber, damit da nicht purer Dreck rinkommt. Und dann hat die ja Luft ohne Ende. Und dann sollte die eigentlich auch nicht mehr so laut werden. Das ist ja teilweise wie ein Helikopter kurz vorm Abheben. Das ist abnormal. So, jetzt haben wir hier. Hinten das auch noch. So, jetzt haben wir hier auch schön. Seht ihr das? Schön sauber. Der Lüfter ist jetzt wieder schwarz und nicht weiß. Können wir sie wieder zumachen. Also ist nicht viel, was man dadurch rausholen kann, logischerweise. Aber ich würde mal sagen, besser als gar nichts, oder? So. Eigentlich müsste man wirklich jetzt hier das alles abschrauben, dass man hier an den Kühlkörper unten rankommt, weil der Kühlkörper, hier ist der Lüfter, der zieht hier rein und bläst halt über die ganze Fläche hier oben wieder raus und nach hinten. Und hier ist der Kühlkörper, nach hinten weggehend. Und da müssten wir jetzt eigentlich, da habe ich jetzt die Schrauben nicht für und traue ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich ran. Da müsste man ran, dass man, also das hier obere, das müsste hier eigentlich runter, das hier, dass man da rankommt und dass man das dann halt unten alles sauber machen kann. So. Ich will nochmal den Lüfter nochmal von oben. So. Sieht fast aus wie neu. Na, ein bisschen. Ein bisschen muss ich noch. Jans, bin ich noch nicht zufrieden. Es ist halt immer ein Akt. Ich habe jetzt erstmal eine Reihe gemacht. Also, jetzt muss ich natürlich die Rückseite der Lüfter auch noch machen. Aber jetzt gehe ich hier vorne und hinten lang. Ich habe da nämlich noch was übersehen. Man kann hier echt schlecht alles eingucken. Also da würde ich mir wünschen, bei der nächsten Konsole Sony, Power finde ich toll, aber ihr müsstet auch ein bisschen drauf achten, damit die User das Ding auch sauber machen können oder ein bisschen mehr Luft oder weiß ich nicht, dass man zu einer PC-Firma gehen kann und das sauber machen lassen kann, aber halt nicht Unsummen an Geld dafür ausgeben muss, weil man das ganze Ding auseinandernehmen muss. Also da würde ich mir für die Zukunft kühlenmäßig Sony würde ich mir wünschen, ein bisschen einfacher, ein bisschen besser. Muss jetzt nicht unbedingt eine Wasserkühlung sein, aber die sind ja auch schon für einen schmalen Taler zu haben. Aber eine Wasserkühlung bei der PlayStation, ja, dann würde die ja noch fetter werden, weil die Lüfter müssen ja alle irgendwo hin. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber wir haben es gleich geschafft. Ich muss nämlich noch hier hinten, ich habe nämlich die Anschlüsse, also die Enden. Oh, kriege einen Krampf im Finger. Und hier wäre halt natürlich gut, weil ich werde das auf jeden Fall nochmal machen und mir halt die Luft aus der Dose noch holen. Weil da komme ich auch in die ganz feinen Rippen. Hier schon der nächste, schon der dritte Wattestäbchen. Weil
Ich zeige euch das nochmal. Hier kommt damit ein Wattestäbchen rein, aber hier oben in diese kleinen Rillen, da kommt ihr nicht rein. Ich würde euch auch nicht empfehlen, mit dem Wattestäbchen so lange rumzumachen, bis ihr da reinkommt und dann kommt, zieht ihr draus. Ja, und dann habt ihr vielleicht vom Wattestäbchen hier so und dann hängt das zum Beispiel drinne. Das ist nicht zu empfehlen, weil es euch den Lüfter aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und dann wird es erst recht laut. Oder ihr habt dann die ganze Zeit ein schleifendes Geräusch. Und das ist ja nun natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, jetzt lasse ich es aber erstmal. Wie gesagt, viel könnt ihr nicht machen, aber so das Oberflächliche. Und für die ganzen Mutchen, die vielleicht ein Dremel oder irgendwas zu Hause haben. Ich zeige euch das nochmal, wo genau. So, genau. Also hier ist das PlayStation-Logo. Hier unten ist der Lüfter. Könnt ihr euch dann ganz einfach anzeichnen. So, wenn wir das zumachen, einfach wieder rauf. Aber passt da bitte auf. So. Ihr müsst wirklich von, also hier ist das PlayStation-Zeichen. Hier ist die Rückseite der PlayStation. Macht von ganz weit hinten am besten. Schiebt es langsam immer ein Stück nach vorne. So. Dann ist es hier vorne drin. Und die Seitennippel müssen nämlich einrasten. Ah, hinten ist jetzt drinne. Dadurch, dass ich es nach vorne schiebe, geht es jetzt hier schön rein. Zack. Und schon ist meine PlayStation wieder zu. So. Dann können wir die jetzt nochmal von außen ein bisschen mit einem Staubtuch bearbeiten. Und nochmal hier zwischen die Rillen gehen. Also da müsst ihr wirklich drauf achten, damit da nicht links, rechts, oben, unten irgendwo Dreck ist. Und am besten, habe ich auch mitgekriegt, ist, wenn die PlayStation weit weg von der Wand steht. Meine steht ja auf dem Laubohr drauf. Also in der Schrankwand ist ganz schlecht, weil links, rechts, oben, unten, das ist eine Begrenzung. Da kann sich ein Wärmestau bilden. Ist überhaupt nicht gut für die Pro. Auch für die normale PlayStation nicht. Wenn ihr sie auf dem Laubohr habt, mindestens 30 cm müssen nach hinten zur Wand frei sein, dass sich da nicht so viel Wärme staut. Weil ihr glaubt nicht, was das, was die PS4 Pro, was die für ein Wärmemonster ist. Also so um die 30 cm kann ich euch nur empfehlen. Nach hinten Luft bis zur Wand. Dann wird sie auch noch mal etwas leiser. Bei mir selbst sind es leider auch keine 30 cm mehr. So. Jetzt müssen wir vorne noch machen. Dann nimmt er auch am besten ein Tuch und dann einmal hier so in die Rillen. Und hier unten auch. So, dann könnt ihr das auch doppelt nehmen. So ein bisschen umklappen. So, zweimal. Mache ich bei meinem Tuch hier so in etwa. Stoppe das auf einer Seite rein. So, hier sind die USB. Muss ich auf der anderen Seite nochmal machen. Weil bei den USB kommt man immer schlecht durch. So, und einmal zack. Und dann das gleiche halt oben auch nochmal hier reingestoppt auf einer Seite. Und dann einmal durch. Jetzt muss ich hier nochmal mit dem Wattestäbchen. Mir ist da gerade was aufgefallen. So. Und zwar ist mein USB hier unten. Da müsst ihr auch aufpassen. Die USB sind nicht dicht. Also das heißt nicht, wenn ihr die anhabt, dass da irgendwie kein Wind durch, Luft durchgezogen wird. Selbst durch die USB wird Luft durchgezogen. Und dann kann sich da ganz schnell ganz viel Schmodder bilden. So, aber ich muss jetzt den Schriftzug der PS4 hier nochmal ein bisschen nachziehen. Weil mir ist hier aufgefallen, dass hier bei mir etwas Dreck drin ist.
Und das sieht hier gerade gar nicht so toll aus. So, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen vom Wattepad. So. Dann kannst du das hier, kann man es richtig reinschieben und mit Druck den Dreck aus den Ecken holen. Und wenn er aus der Ecke erstmal raus ist, mit ein bisschen Pusten, kriegt man es dann richtig sauber. Na, im P ist noch was. Unten. So, jetzt dürftet weg sein. So. Und jetzt haben wir wieder eine saubere PlayStation. Also etwas sauberer als am Anfang. Aber natürlich nicht komplett sauber. Ich habe es nicht so mit den kleinen Schrauben und mit so kleinen Kabeln. Und da sind viele kleine Kabel drin. Sonst hätte ich gesagt, schrauben wir auf, schrauben komplett auseinander, bis wir am Lüfter sind, bis wir am Kühlkörper sind. Den Kühlkörper mit sauber gemacht. Logischerweise, ihr habt gesehen, was wir da jetzt an Dreck rausgeholt haben. Der zieht das links und rechts rein und haut das nach hinten raus. Der ganze Schmodder bleibt natürlich im Kühlkörper auch hängen. Wenn wir den jetzt natürlich noch sauber kriegen könnten, würde sie natürlich bedeutend leiser laufen, weil natürlich die Abluft, dadurch, dass da Dreck im Kühlkörper drin ist, in diesen einzelnen kleinen, feinen Rippen, ist natürlich eine Blockade da. Und die kann die ganze Wärme nicht natürlich nach hinten raushauen. Das ist dann natürlich ein Problem. Keine Wärme, wenn die Wärme nicht hier noch richtig rausgeht, staut die sich, wird heiß, 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 heiß. Lüfter sagt, oh, ist heiß, ich muss mehr laufen. Der Lüfter läuft lauter und dadurch wird sie laut. Er läuft schneller und dadurch wird sie laut. Mensch, denk mal, ihr wisst, was ich meine. So, dann soll es jetzt das zum Video gewesen sein. Ich werde die jetzt mal anschließen. Wieder alle Kabel dran, Kamera und hast nicht gesehen. Und in der Hoffnung, dass die jetzt auch etwas ruhiger ist und leiser ist. Weil die ja doch schon ziemlich laut ist. So, und muss ja natürlich noch alles wegpacken. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn ihr natürlich noch die erste PlayStation 4 habt, fällt mir gerade ein. Die allererste, so wie ich. Nicht die Pro, sondern die allererste normale PlayStation 4. Da geht das auch. Da braucht ihr auch nur den Deckel von der Festplatte wegmachen. Und dann sind hinten, braucht er nicht mal die Schrauben wegmachen, dann, also, glaube ich, innen drin sind zwei Schrauben. Und dann könnt ihr das auch irgendwie so abhaken. Mal gucken, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Und dann kommt er auch so ein bisschen an den Lüfter ran und könnt da auch ein bisschen sauber machen. So, nichtsdestotrotz, jetzt bin ich weg. A Däumchen wäre a Träumchen. Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.